Moin meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spielen wir Portal 2 weiter. Und ja, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben hier bei diesen alten Testkammern. Und ja, ich würde sagen, wir fahren fort. Und by the way, tut mir wirklich leid, dass letzte Folge ein Podcast sein musste. Es war wirklich ein Versehen. Ich dachte, ihr hört nichts, hab's lauter gestellt und hab erst im Bearbeiten gemerkt, ihr habt doch was gehört. Aber jetzt geht's weiter. Okay, Freunde, ich weiß, ihr wollt jetzt eigentlich euer Video schauen, aber ich muss euch noch ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist der Hintergrund hier noch ein bisschen anders. Und zwar liegt das aber an folgender Sache. Und zwar, dieses Video wurde aufgenommen, bevor mein Zimmer umgestellt wurde. Und ja, mir muss eigentlich auch nicht dazu sagen, denn es wurde halt davor aufgenommen. Und das Video, das letzte Woche kam, wurde halt schon aufgenommen, als der Hintergrund fertig war. Dementsprechend kann ich nicht mehr dazu sagen, außer viel Spaß mit eurem Video. Oh, hört euch das an. So, der Cube ist... Ah! Oh Gott! Okay, suffering from success, be like. Ja. Ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. True. Kann er schon, nur... Ob es gesund ist, ist so die andere Frage. Okay, aber wie geht's jetzt hier weiter? Oben? Oh ja. Hier oben geht's weiter. Ist dort hinten noch etwas? Hier hinten. Okay. Weird. Ich nehme mal an, dass das so sein soll. Beim nächsten Test ersetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Digga, was seid ihr denn für Hus? Aber gut, wir machen mal einfach weiter und tun so, als hören wir das alles gar nicht. Ah. Aber ich muss schon sagen, ich mag die Hintergrundmusik von Portal. Allgemein der Soundtrack von Portal hat irgendetwas, ja, so magisches an sich. Ich weiß nicht, wie wir schreiben, aber er gefällt mir. Alright, dann geht es hier weiter. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Perfekt. Und da will ich nicht runterfahren. Und du hast jetzt das geöffnet. Ah, das bringt uns dann zum Ausgang. I see. Es ist so klar, dass ich fehle.
Oh. Los! So! Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Okay, wieso? Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschen klauen. Was macht ihr? Holy shit. Und holy shit, meinen Mikroständer geht's gar nicht gut. Alright, dann geht's wieder gut. Nee. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Junge, was macht ihr? Eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kinder haben. Bitte? Oh, du dumm. Okay. Was ist das hier? Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Zusätzlich mal einfach. Und hoffe, dass es keine dumme Idee ist. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rappen sind teuer. Ah. Okay. Ah. I see. Ups. Ja, passt. So, komm, gib her. Perfekt, wir wurden hier angeschlitzt. Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, vergessen, ob es noch gefährlich ist, wenn man damit angespitzt wird. Flieg! Danke. Okay, ich nehme an, es ist gut. Oder? Ach, wir finden es schon heraus. Let's go! Ja. Damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Okay. Ich will nicht wissen, wieso, aber okay. Ja, klar. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Oh, scheiße. Ah, jetzt muss ich das. Oh. Gigi. Alright. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay, ja. Mach ich. Ah, bro.
So, ich nehme mal an, dass das geht. Jetzt einfach runter. Oh, let's go. Okay, so als nächstes. Ich habe so euch im Video wahrscheinlich leiser gestellt, aber für mich persönlich ist es hier gerade lautes. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier gerade mache, richtig ist. Ne, warte, ich muss das hier machen, ne? Genau. Genau. So, und jetzt machen wir hier so. Genau, dann bauen sich dann nämlich da drauf und fliegt da hoch. Also dahin. Das sollte klappen. Ja! Oh mein Gott, let's go! Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Wir sind jetzt zwar hier, aber... Ah. Ich wollte gerade fragen, was mir das gebracht hat, weiß ich noch nicht. Ich bin ganz sicher, es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre Roboter-BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschirmer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Bitte? Cave Johnson, bitte was? Aber hier gibt es ein recht cooles Achievement. Ich habe es zwar schon, aber hier gibt es ein Achievement. Zwar ist dort diese blaue Flüssigkeit und der Unterwürfel. Jetzt gibt es ein Achievement, dass wenn man den im First Try fängt, bevor er irgendwo den Boden berührt, die Wand ist egal, wenn er die berührt, aber einfach bevor er den Boden berührt, ihr den fängt, kriegt ihr den Achievement. Und mal schauen, ob ich das in dem Part auch wieder hinkriege. Und der fliegt immer random. Nee. Leider nicht. Weil ich so dumm war, stuck zu sein und jetzt geht ein Würfel. Oh, doch. Okay, ich habe den Würfel gekriegt. Boom. Okay, so, und ich weiß noch, dass da irgendetwas war, dass man den nicht direkt hin platzieren darf. Irgendwas war da. Ah, nee, genau. Das war andersrum. Man muss den Würfel hier platzieren. Dort das G lassen, dann hoch, genau, dann muss man das G auf den Würfel fallen lassen, genau. Okay, ja, klar war er noch nicht. Glückwunsch! Allein, dass du mir stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science verdanke ich mich für euer Engagement. Hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue habt. Also da könnte man jetzt nichts sagen, aber das klang gerade 1:1 wie GLaDOS. Das... Nee. Nee, aber nee, es kann doch nicht sein, dass so eine nette Frau GLaDOS ist. Nein.
Nee, das kann... Nee. Nee, das ist doch unmöglich. Wieso sollte denn so eine nette Frau, wenn sie in einen Roboter gesetzt wird, plötzlich jeden umbringen? Jo, was ist hier los? Okay, ich würde sagen, wir gehen als allererstes da drauf. Ich hab gesagt, wir gehen als allererstes mal da drauf. Und das bringt uns... Ah. Hier hin. Okay, bevor wir den Schalter aktivieren, schaue ich mir hier genau um. Weil ich weiß, es gibt hier irgendwo ein geheimes Büro. Und das habe ich noch nicht gefunden. Soweit ich mich erinnere. Kontroll. Es könnte sein, dass es im Kontrollraum ist. Ja, ja, dort oben ist es, glaube ich. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt, denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussbutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Okay. Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Okay. Beim nächsten Test geht es um Teleportation, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Borealis. Kleines Easter Egg aus der Half-Life. Aus den Half-Life Games. Ja, diejenigen, die euch die Half-Life gespielt haben, die... Ihr wisst, was ich meine. Aber ist ja nicht dieses geheime Büro. Ich dachte, es ist dort hinten. Ich weiß, dass ihr irgendetwas mit dem geheimen Büro auf sich hat. Aber ich weiß nicht ganz, wo das ist. Oh. Wo? Au! 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 Ach hier. Danke. Aber stimmt, wir haben ja wirklich ein paar zerstört. Vielleicht so 5. Okay.
GLaDOS ist eine Kartoffel. Wheatley zerstört die Fabrik und wir müssen ihn aufhalten. So viel habe ich verstanden, aber. Nein! Dort unten! Dort ist das Gärmebüro! Nein! Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder nach dem Cut. Ich lade den letzten Spielstand. So! Ja. Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln. Noch ehe wir alle als Atombild verkochen, wie dieser kleine Idiot noch. GLaDOS, bitte gib acht. Hier auch nicht? Doch, hier muss doch irgendwo etwas sein. Irgendetwas. Ernsthaft? Na gut, na gut, na gut. Dann... Keine Ahnung. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? GLaDOS? GLaDOS? Ich hab dann ganz schlimm Verdacht. Nein, ich habe da wirklich einen ganz bösen Verdacht. So, also ich habe da das blaue Portal. Also muss es, genau, ich muss das blaue Portal setzen. Nein, nicht das blaue. Doch, das blaue. Oder? Ne, warte. Also das muss ja dahin. Das heißt, wir müssen das dahin setzen. Ne, warte. Also, im schlimmsten Fall kommen wir einfach wieder zurück. Also. Ja, genau. Ich hab schon recht. Ich muss das so anschneiden hier. Dann setzen wir es dahin. Genau, und dann wird das verdrungen. Ja, ja, ja. Ich bin nicht dumm. Auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Ja, 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 ja. Jetzt holen wir uns hier den Würfel, genau. Wenn wir da mal schlau genug sind. Genau, gehen hier rein. Gehen dahin, schießt das Portal da. Ja, ja, ja. Perfekt, perfekt. Wo kommt der Würfel? Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann hab's das Gefühl, es ist nicht schlecht, Anlauf zu holen. Perfekt, ja. Oh, nee, wait.
Genau. So, und jetzt passt auf. Perfekt. Ja, das würde ich dir auch empfehlen, GLaDOS. Hier kommt das Rote raus, das heißt Doom. Ja, ja, ja. Da haben wir. Genau. Blaues Skill da, genau. Das sieht schon mal gut aus. So, eine einzige Frage, was müssen wir jetzt tun? Ne, warte. Blaues Portal hier. Oranges Portal da. Hier rein. Wait. Ne, warte, jetzt habe ich falsch gebaut. Weil, genau, müssen wir nämlich dort oben im Portal sitzen, hier im Portal sitzen, genau. Dann dort das Orangene, genau. Hier hinein, hier das Orangene sitzen und dann reinlaufen. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst auf. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ich kenne ihn auch. Ich lieb's. Aber Freunde, ich würde sagen, wir beenden den Part heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ne, warte, lasst uns ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Kami Tendo.